Zurück im Wohnheim. Mit dem Bild, was uns Joyce gegeben hat. Die Erinnerung. Oh my God. What is happening now? Das ist was ganz Neues. Was ist hier los? Sie kann die Erinnerung im Bild sehen. Benutze L und R, um das Foto scharf zu stellen. Oh, R. Oh, was ist jetzt los? Someday Dad'll get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Not until I see it first. You know the rules, Dad. Max, tell him. Whoa, hey. You look totally pale. Are you okay? Yeah. I just... Yeah, I'm fine. Okay, Chloe. Give me the thumbs up or thumbs down. Well, I might just allow this one into the family album. You're the boss. What is this? But not the cook? William is here. Daddy. Yes, and we can't. Chloe is just a kid. And serve us slackers. Am I that far back in time? You mean pancakes? In France, they call them crepes. I'm 18 years old inside my 13-year-old self. If you want to eat. How? We. I volunteer to break the eggs. Wir sind in der Vergangenheit. Remember how many eggs? Mom said it depends. That's true. So how many eggs? Don't you dare question the chef. Right, like you're the real cook here. I am when your mom is away. I'll let her know that. Man, I remember Chloe reading this. But not after today. Man muss aber sagen, Rachel und, nicht Rachel, sondern Max und Chloe haben sich optisch doch sehr gut verändert. Magazin, Tween Life, Roller Skater Fever, Girl Gamers, Hinterwäldler Chick und Dubstep. Holy shit. I know I've seen those pictures before. Me and Daddy. Also, Max Kräfte erweitern sich anscheinend immer mehr. What a mess we made. I remember those cool drawings I did with Chloe. Hello? Chloe was so into manga. Nice hair. Sieht exakt aus wie Chloe. Krass. Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. I know they never took that big vacation. Schade eigentlich. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get... Oh, yeah. I miss movie nights here. Cookies and popcorn. I have to stop William from taking his car today. Ladies, I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She doth have many bags of delicious grub. I forgot about this. Back to the lighthouse. Papa, danke für den Tagesausflug zum Leuchtturm. Ich habe dir eine Zeichnung als Erinnerung gemacht. Kuss, Chloe. Okay. You are ridiculous. Er darf jetzt nicht fahren. Er darf nicht fahren. Wir dürfen nicht ins Licht. That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund. Joyce loves William so much. Viel Glück, mein Liebling. Wir sind so stolz auf deine Beförderung. Du bekommst eine Woche lang Two Whales Waffeln in deinem eigenen Haus. Deine dich liebende Ehegattin. Okay, wir müssen die Schlüssel finden. Kies. Wo sind die Kies? Irgendwo müssen die Schlüssel sein. Aha. My family never took fun, goofy photos like this. You can't hide from me forever. Nicht mit mir. Die müssen wir wegnehmen. Aua. Ah. Do you remember how many eggs? Mom said it depends. Score. Meins. That's true. So, how many eggs? Don't you dare question the chef. La la la. Like you're the real cook here. Und verstecken. I am when your mom is away. I'll let her know that. Du wirst nicht sterben, mein Freund.
Huch. Du wirst hier nicht wegfahren und dir wird nichts passieren. Boom. Disconnected. Was? Yes. Here's the two whales number. Now I can warn Joyce. Thomas B. Johnny Bikes, Two Whales, Turtland over. Okay. Hey, honey. Nein. Nimm deine anrufen. Komm, schnell. Hello. Hi, could I please talk to Joyce Bryce? Oh, she left? Damn. Are you sure? Okay, sorry. Thanks. Verdammt. Können wir noch weiter zurück? Wir können noch weiter zurück. Okay. Dann machen wir das. Wir müssen sie warnen, auf jeden Fall. Sorry, wrong number. Max, come on, you know better than that. Hello? Hey, honey. Just making a fabulous breakfast. Komm schon. Noch weiter zurück. Es geht nicht anders. Cook here. I am when your mom is away. Boom. Es dürfte doch eigentlich nichts mehr passieren, oder? Ja, aktuell ist es ruhig. Wo ist denn dieses andere blöde Telefon? Hey, honey. Der hat's in der Hosentasche. Oh. Dein Ernst? Mr. Price, in case you're thinking about using your car, I heard there's awful traffic and road construction, so you shouldn't drive at all. Max, you are the road warrior. I promise, if I have to go anywhere, I'll drive like I'm taking a test. Fair enough? Not really. I just know the roads are bad and stuff, so you... Since you're obviously my personal GPS, I feel safer already. So don't look so worried, Max. Chloe, mach du was? Waschbeck? Hey, honey. I have no idea why the home phone didn't ring just now. I'm just making... I know I had those keys right here. I know it. Forgot all about you, little buddy. Release the keys! Of course. Last time I ordered from Spy Guy Electronics. You can take the bus, right? The stop is right down the street. This I can do. Good call, Max. Oh yeah, the bus is great. It comes every 15 minutes and there'll be plenty of room for you and Joyce and groceries and it'll save the environment. You sold me already. I'm off to yonder bus stop. Joyce will love this. Max, you are being so fucking strange. You feel okay? Chloe, I am awesome. We are awesome. Das wird alles verändern. Das kannst du nicht machen, Max. Verdammt. Das ändert nicht nur... Was? Das ist vorbei. Das wird auch Max' Leben total verändern. Nicht nur das von Chloe. Fuck. Ich bin gerade ein bisschen schockiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Hello, are you even listening, Maxine? All my friends in LA told me that Oregon was Max. Wet and cold every day. But never, like Maxine. I know, sorry, Mad Max. You're not pissed at me, right?
right? Do you want to go hit the girls' potty and smoke them peace pipe? I think Max is high. She's acting like so weird. You cool, Max? Nobody listened when I said we shouldn't let her in the vortex. Courtney, you don't want anybody in the club. Like, whatever, bitch. Warren, he hooked up with Stella? Oh no, this is totally fucked up. What else have I changed? Chloe. David, der Busfahrer. Fuck. Max Caulfield, taking a break after taking Seattle by storm, huh? We thought we'd never see you again after you left for the big city. No. I'd never do that to Chloe. Speaking of, I know she's been dying to see you. Hold on. Chloe! You have a visitor! Ja, liebe Freunde, und damit haben wir Episode 3 von Life is Strange, Chaos Theory, auch gemeistert. Heilige Mutter Gottes. Ich dachte, Episode 1 endet krass. Episode 2 hat eindeutig noch krasser geendet, natürlich. Da waren die Emotionen halt so riesig. Aber das jetzt gerade ist einfach mal
komplett anders. Die Episode an sich war komplett anders als Episode 1 und 2. Das war was ganz anderes diesmal. Aber dieses Ende. Holy shit. Ich bin gerade sprachlos. Was ist hier passiert? Erst diese neue Fähigkeit, in Anführungsstrichen, sozusagen. Ja, es ist eigentlich eine neue Fähigkeit von Max, dass sie durch Bilder, zumindest kam es jetzt so rüber, durch Bilder in genau diese Zeit, in diesem Moment zurückreisen kann, wenn bestimmte Emotionen in ihr ausgelöst werden. Natürlich ist es gut, dass sie versucht hat, den Vater von Chloe zu retten. Aber es ist ja klar, dass dadurch dann die Zukunft, also beziehungsweise ihre Gegenwart, verändert wird. Und wie wir gesehen haben, war das nicht unbedingt zum Positiven. Es war irgendwie alles anders, nämlich Max selbst ist im Vortex-Club, was schon mal gar nicht passt, ist befreundet mit Victoria. Mit Victoria, Freunde. Und dann wahrscheinlich auch mit Nathan. Dann kriegst du sowieso das Kotzen. Aber die Klamotten gingen sowieso gar nicht, die sie anhatte. Dazu Warren. Warren hat sich nicht für Max entschieden. David ist Busfahrer. Sprich, der muss sich keine Sorgen machen. Hat ja auch nicht die Probleme, die es in der normalen Zeit gab. Und das zum Schluss. Dann haben wir noch die drei Wale, die drei gestrandeten Wale gesehen. Was uns das zu sagen hat, man weiß es nicht. Und dann der absolute Hammer sowieso, das zum Schluss. Wir fahren zu Chloe, klingeln, sind nach 5 Jahren wieder zurück in Arcadia Bay, besuchen unsere beste Freundin. Und diese ist einfach mal querschnittsgelähmt, beziehungsweise sie hat ja auch einen Schlauch im Hals. Fuck, was ist da passiert? Ich will unbedingt Episode 4 spielen. Verdammt. Und wir müssen das unbedingt wieder gerade rütteln. Wir müssen irgendwie wieder alles so hinkriegen, wie es vorher war. Weil das, so wie es da jetzt aktuell ist, das geht gar nicht. Dieses Ende. Ich muss sagen, das ist bisher das überraschendste Ende, wie ich finde. Das ist das Ende, was mich am meisten schockt. Wirklich. Und es ist halt so komplett anders. Verdammt. Also da bin ich richtig jetzt gespannt auf Episode 4. Wie wir aus der Misere wieder rauskommen. Also ich gehe aber davon aus, dass wir da wieder rauskommen, dass sich alles wieder zum Guten entwickelt, aber das wird nicht so einfach. Das wird wirklich nicht einfach. Ich habe aktuell keine Idee, wie wir da wieder rauskommen sollen, dass es sich alles wieder zum Normalen sozusagen entwickelt. Das wird interessant. Das wird extrem interessant und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Dieses Spiel entwickelt sich in eine Richtung, wie ich es nicht erwartet habe. Die Episode war jetzt so locker leicht. Klar, hier und da so ein bisschen schleichen, jetzt am Anfang der Episode. Alles so ein bisschen mehr geheimnisvoll. Aber diese Entwicklung dann, jetzt zum Schluss. War ja wirklich diese Episode sehr aufs Herausfinden, auf Informationen sammeln aus. Aber dass sich das dann so entwickelt, dass Chloe so, ich sag mal in Anführungsstrichen, durchdreht,
dass sich damit die komplette Zeit endet. Hätte ich nicht gedacht. Life is Strange, hier ist es der Unreal Engine. Und die Unreal Engine macht das definitiv gut. Copyright von Bing Video. Autodesk Scaleform. Das ist neu, oder? Ne, die hatten wir auch beim letzten Mal. WeWise, komm mir bekannt vor, ich achte da nur nie so drauf. Weil ich immer so im Labern bin und am Ende immer noch so geschockt von dem, was passiert ist. Hui, alter Schwede. Und damit sage ich wieder, na, wo bleibt es? Square Enix lizenziertes Produkt von 2015. Genau, damit sage ich, thanks for playing. Und ich sage, thanks for watching. Danke, dass ihr dabei wart. Und bevor wir dann zu dem Ausblick auf Episode 4 kommen, gucken wir uns natürlich noch die Entscheidungen an. Du hast das Geld gestohlen, haben 46% gemacht. Die meisten haben es nicht gestohlen, haben es liegen gelassen. Hätte ich am liebsten auch gerne, aber ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass das gut wäre. Du hast Chloe geküsst, haben 79% gemacht. 21% haben sie nicht geküsst. Du hast für David Partei ergriffen, haben 20% gerade gemacht. Wir waren auf der Seite von Chloe und damit auf der Mehrheit. Deinetwegen wurde Franks Hund verletzt und es war wirklich so. Du hast Franks Hund vor Schaden bewahrt. Es war wirklich so, wenn wir den Knochen auf die Straße geworfen hätten, hätte sich der Hund verletzt, wahrscheinlich von einem Auto gerammt oder sonstiges. Sehr schön. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Und Chloe hat Davids Waffe. Frank hat Davids Waffe. Was? Wir hätten die Waffe bei Frank verstecken können? Okay. Gucken auf Seite 2. Lisa lebt. Lisa ist eingegangen. Ja, die Pflanze. Das ist so ein Ärgernis aus der letzten Episode. Das regt mich auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Es tut mir leid, Lisa. Du hast Varen beim Test geholfen, haben 28% nur gemacht. Also wir waren da auf der Minderheit, deutlich auf der Minderheit. Du stehst auf der Gästeliste des Vortex Clubs. Du stehst nicht auf der Gästeliste des Vortex Clubs, da sind wir auf der Mehrheit. Du hast einige Namen von der Gästeliste des Vortex Clubs gelöscht. Sind wir auch in der Minderheit. Du hast die Nachricht des Polizisten vom Anrufbeantworter gelöscht, haben die Mehrheit gemacht. Elissa geholfen, haben wir endlich mal gemacht. Wir sehen 68%, die Leute haben gelernt. Du hast die Obdachlose gewarnt. Sehr gut, da sind wir auf der Minderheit, aber das ist gut, glaube ich. Gewarnen ist immer was Positives. Du hast in der Vergangenheit ein Foto geschossen, du hast in der Vergangenheit kein Foto geschossen. Wir hatten ein Foto von den beiden. Ah, natürlich. Das Bild, das habe ich total vergessen. Das waren nicht Rachel und Frank, sondern das waren Chloe und ihr Vater. Oh, verdammt, das ist ärgerlich. Du hast ein Zeichen am Kamin hinterlassen. Du hast kein Zeichen am Kamin hinterlassen. Alles nicht gesehen. Verdammt, ich muss aufmerksamer sein. Ah, das ärgert mich. Gut, ist nicht zu ändern. Das ist das Spiel. Man muss mit den Konsequenzen lernen und deshalb bin ich gespannt, was nun in Episode Nummer 4 passiert. Life is Strange, Episode 4, Dark Room. Es sieht so aus, als würden wir zurückkommen in die normale Zeit sozusagen. Und dann dort auf die Party des Vortex Clubs gehen. Oder es ist wirklich in der Vergangenheit, beziehungsweise in der Zeit, in der Parallelwelt sozusagen. Wir sind ja nicht mehr in der Vergangenheit, wir sind ja in einer Parallelwelt, in der nämlich Chloes Vater nicht gestorben ist. Aber wie sich das alles entwickelt, das sehen wir natürlich erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bis hierhin fürs Zuschauen, Freunde. Ich hoffe, ihr seid dann in Episode 4, in der vorletzten Episode, auch wieder dabei. Mir hat es extrem viel Spaß wieder gemacht. Es war wieder unfassbar interessant. Dieses Spiel macht mich jedes Mal fertig. Boom, mind blowing. Es ist sonst was.
Ich liebe dieses Spiel. Ich wechsle mal auf diesen Screen. Dort haben wir wenigstens noch ein bisschen Musik. Vogelgezwitscher. Und jetzt ist diesmal nicht die Dunkelheit hereingebrochen im Acadia Bay, sondern der Sonnenuntergang. Auch ein verdammt schönes Bild. Beim nächsten Mal geht es dann in den Darkroom. Und darauf bin ich extrem gespannt. Ich bedanke mich, wie immer, fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Spiel erlebt habt, wie ihr dieses Ende findet, auf jeden Fall. Das würde mich extrem interessieren. Und ansonsten, lasst gerne einen Daumen nach oben da für dieses krasse Spiel. Lasst ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Dadurch verpasst ihr nichts mehr von diesem Spiel, was ihr unbedingt sehen müsst. Und unterstützt damit meinen Kanal. Und ja, kauft euch das Spiel auf jeden Fall selber. Ein Muss. Für jeden, der Spiele liebt. Kauft euch dieses Spiel. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin wieder komplett fertig mit den Nerven. Square Enix, ich liebe euch, dass ihr dieses Spiel euch einfallen lassen habt. Danke an Dauntless und dass ihr es so krass umgesetzt habt. Und ich danke euch fürs Zuschauen, Freunde. Wir sehen uns in Episode 4, Darkroom. Habt eine schöne Zeit. Wir sehen uns. Bis dahin. Auf Wiedersehen.